Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Video von mir für euch. Ich möchte heute ein Thema an euch herantragen, was euch vielleicht interessieren würde. Und zwar geht es prinzipiell um Schreckschusswaffen aus der EU. Es gab jetzt ein für mich sehr interessantes Video vom Tactical Dad. Und da habe ich mich mal jetzt, ich habe das erstmal wirken lassen und habe dann mal überlegt, ja, ja. Schau doch mal in die PTB und in den Zoll. Ich habe beide Seiten jetzt hier aufgemacht und da wollte ich mal reinschauen, was denn da drin steht. Ist da was dran, dass man Nicht-PTB-Waffen, die aber legitimiert in anderen EU-Ländern sich befinden, zumindest Teile davon, kann man die als Deutscher ohne irgendwelche Auflagen, beziehungsweise bloß mit der Auflage volljährig zu sein, besitzen darf. Dazu gehen wir jetzt einfach mal bei der PTB selber in die Strukturen Abteilungen. Da gibt es die Abteilung 1, die befasst sich damit. Eigentlich die 133 sehen wir gleich. Die 13 mit Geschwindigkeit und dann auch mit der dynamischen Druckmessung. So, wenn wir da etwas runterscrollen, sehen wir dann die Dienstleistungen, was die PTB also da macht. Die machen zum Beispiel auch Bauartzulassungen nach § 8 vom deutschen Beschussgesetz. Das ist im Prinzip diese sogenannte PTB-Zulassung. So, hier finden wir auch ja, noch einen Satz dazu, dass man ja, dass praktisch hier die Zulassung läuft für gewerbsmäßig hergestellte Waffen im Sinne des Waffengesetzes. Und auch die Verbringung derer. Also Verbringung wäre dann praktisch so der Importeur, so wie ich das deute, und gewerbsmäßiges Herstellen in Deutschland wäre dann zum Beispiel die Firma Umarex oder GSG und was es da nicht noch alles so gibt. Ja, so, jetzt sieht man natürlich, jetzt kommen wir hier nicht weiter. Ja, jetzt sehen wir aber hier, Näheres finden wir auf der hier verlinkten Seite, die sich auch, wir drücken mal drauf, auf der PTB befindet. Und da sehen wir dann ein bisschen nähere Angaben. Hier steht im Prinzip nochmal etwas zum Zulassungsverfahren. Hier wird auch verwiesen auf ein Dokument, was man, wenn man jetzt Hersteller oder Importeur ist, wie man dann praktisch eine Zulassung beantragt. Ja, also jetzt lesen wir nochmal fix. Eine Zulassung durch die PTB steht gleich, wenn die jeweilige Schusswaffe den Rechtsvorschriften eines anderen EU-Mitgliedstaates entspricht. Das ist schon mal wichtig. Die in dieser der Europäischen Kommission nach Artikel 4 Absatz 2 der Durchführungsrichtlinie EU 2019/69 als Maßnahme zur Umsetzung dieser Durchführungsrichtlinie mitgeteilt hat. Das bedeutet im Prinzip, es steht gleich, also es ist neben der PTB zugelassenen Schreckschusswaffe auch offensichtlich möglich, wenn eine Waffe, die im Ausland, im EU-Ausland, ich muss mich da wirklich genau jetzt also äußern, die auch praktisch also mitgeteilt hat. Mitgeteilt hat heißt praktisch in eine Liste gefasst hat. Also wenn jetzt zum Beispiel jetzt ganz konkret Polen zum Beispiel eine Liste erstellt hat mit den Waffen, die sie für der Durchführungsrichtlinie entsprechenden Richtlinie halt, ach, wie soll ich sagen? Also ihr wisst schon, was ich meine. Also die prüfen die Waffen oder kategorisieren die Waffen ein, dass sie dieser Richtlinie entsprechen und die werden in der Liste gefasst. So. So, jetzt kommt hier noch der wichtige Hinweis für uns. Da es in jüngster Vergangenheit Probleme mit falsch deklarierten SRS Waffen aus anderen EU-Mitgliedstaaten gab, sollten Sie sich beim Kauf einer Waffe ohne PTB-Zulassung schriftlich bescheinigen lassen, welche nationale Stelle die Konformität mit der Durchführungsrichtlinie festgestellt hat. So, jetzt ist erstmal die Frage, wer ist mit Sie angesprochen? Bin ich das jetzt als natürliche Person oder ist das ein Importeur oder ein Hersteller? Vielleicht könnt ihr mal in den
ja, in den Kommentaren jetzt einfach mal eure Meinung dazu, eure Deutung damit teilen, wer damit gemeint ist. Bin ich jetzt damit gemeint als Kaufwilliger oder richtet sich das jetzt an ja, Hersteller und Importeure beispielsweise? Also, hier steht es dann im Prinzip, man kann eine Waffe ohne PTB irgendwie kaufen, man muss sich das bloß schriftlich bescheinigen lassen. Das heißt, ich brauche dann aus dem EU-Ausland, das diese Listen vorhält, praktisch eine Abschrift, Kopie, was auch immer, und kann dann damit dieses Gerät kaufen. So, mit dem Verbringen sehen wir jetzt gleich. Das schreibt die PTB selber. So, der Zoll. Ich habe mal auf der Seite des Zoll nachgeschaut und habe etwas gefunden, was Waffen und Munition betrifft und auch das Verbringen derer. Da steht dann, jetzt muss ich gerade mal fix gucken, wo wir jetzt hier genau waren. Ja, hier habe ich es mir schon markiert. Also, das erlaubnisfreie Verbringen. Also hier geht es um erlaubnisfrei. Ausgeschlossen hier ist auf jeden Fall der Importeur. Warum? Weil ein Importeur eine Erlaubnis braucht. So, also Importeur ist hier schon mal raus. Hersteller betrifft es nicht, weil es macht für den Hersteller keinen Sinn, im Ausland selber zu fertigen. Also insofern, gut, also geht es hier um das Verbringen, was keine Erlaubnis bedarf, und eine Mitnahme. So, darunter ist gefasst, bestimmte Waffen oder Munition dürfen durch volljährige Personen, also das ist die Hürde, volljährig muss man sein, erlaubnisfrei, also ohne Erlaubnis, ohne dass man das irgendwie anmelden muss oder sowas, verbracht oder mitgenommen werden. Dazu zählen insbesondere gemäß Anlage 2, Abschnitt 2, unter Abschnitt 2 Nummer 7 Waffengesetz, die Schreckschuss- und Reizstoffsignalwaffen, die zum Beispiel entweder der zugelassenen Bauart nach § 8 des Beschussgesetzes entsprechen und das Zeichen der PTB aufweisen, einschließlich ihrer Munition. Und jetzt kommt das wichtige Wort, oder. Oder Schreckschuss, Reizstoff- und Signalwaffen, die den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaates entsprechen. Ja, mit Einbezug der Durchführungsrichtlinie. So, ja, aber auch halt nur, wenn ein Land praktisch das mitgeteilt hat, also sprich diese Liste erfasst, erstellt hat. Ja, das ist doch schon mal sehr interessant. Ja, jetzt würde mich mal interessieren, was ihr darüber denkt. Offensichtlich ist dieser, ich weiß nicht, ja, der Zug ist nicht abgefahren, aber das ist wohl wirklich an vielen Leuten bis jetzt so vorbeigegangen, weil keiner so richtig weiß und sich keiner traut. Natürlich, klar, das hat mit Waffen zu tun, da jetzt irgendwas sich zu besorgen. Aber wie gesagt, also man kann es selber beim Zoll lesen und bei der PTB. Ich habe es noch nicht weiter recherchiert. Man kann es natürlich mal gucken, was. Ich habe versucht, heute bei der PTB anzurufen, leider keinen erreicht. Ich hatte mal gute Bande zu jemandem aus der Abteilung 1.33. Der arbeitet da leider aber nicht mehr. Der war auch sehr ja, auskunftsfreudig, kann ich jetzt nicht sagen, aber ließ doch Transparenz zu. Und ich hoffe mal, wenn ich jetzt hier mich da nochmal melde, ich werde nochmal ein Video dazu machen, wenn ich das geschafft habe. Also einfach mal konkret nachfragen, wie es denn aussieht mit einem Kauf. Ne? Was die mir dazu sagen, weil die PTB ist im Prinzip für diese, für diesen Punkt der Durchführungsrichtlinie Ansprechpartner. Also die müssten eigentlich Bescheid wissen, wie es läuft. Ja, und dann würde mich natürlich noch interessieren, was die, ja, die Polizei dazu sagt, beziehungsweise das Bundeskriminalamt beispielsweise. Bei dir habe ich auch noch ein Wort mitzureden.
Aber so wie das zumindest jetzt aussieht, PTB und nach Zoll, ist es tatsächlich in Ordnung, wenn man sich sowas besorgt. Wie es übrigens ist, ich weiß nicht, man muss natürlich auch die Regularien der Mitgliedstaaten beachten. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise aus der Tschechei, also aus Tschechien heißt es, etwas einführen will nach Deutschland, ist es ja eine Ausfuhr aus dem Land Tschechei oder Tschechien. Das ist aber wohl, so wie ich das gelesen habe, auch erlaubnispflichtig. Das heißt also, ich kann mir jetzt nichts irgendwie einfach hier was bestellen, eintüten lassen und das kommt dann mit der Post. Das funktioniert nicht. Das muss ich dann auch erst tatsächlich beim Zoll wohl dann anmelden dort. Also ganz so einfach ist es dann nicht. Ich denke mal, das wäre praktikabel tatsächlich jetzt bloß wirklich, wenn man dahin fährt und sich das dann mitnimmt. Und entsprechend dann aber an der Grenze am Zoll, wenn es da, ja, muss man ja, sich da melden und das dann anmelden und sagt, ich habe jetzt vor, das hier auszuführen. Geht das in Ordnung? Man macht den Stempel drauf, ist in Ordnung oder nicht? Also das muss man dann schon noch beachten. Ne? Ist jetzt nicht hier feuerfrei und wir können jetzt hier einfach selber importieren. Das, wie gesagt, funktioniert nicht gut. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen dazu. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst oder nach unten, wenn euch das Thema jetzt gar nicht gefallen hat. Und ein Abo freue ich mich natürlich auch, dann verpasst ihr auch weitere Videos nicht. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Bye bye.